Willkommen zurück hier bei Let's Play Dead Space 2. In Kapitel 15. Kapitel 15 ist das letzte Kapitel des Spiels, so viel sei verraten. Zugegeben, ich renne hier ein bisschen durch, weil die Gegner sind stark, die Gegner sind zahlreich und wir wollen hier eigentlich nur so schnell wie möglich durch. Das ist einfach so meiner Meinung nach. Das ist so der Punkt im Spiel, wo ich meiner Meinung nach sage, ich will hier weg. Klar, mit so einem Spuckvieh geht das nicht. Weil dieses Spuckvieh mich extremst verlangsamt. Aber naja. Langsam nach hinten laufen tut's auch. Aha. Schnell meine Heilung und oh! Ich weiß nicht, was mich da noch erwischt hat, aber es hat mich erwischt. Es ist ein Spuckvieh. Ist doch unglaublich. Ich hasse diese Dinger. Ja, klar. Oh, noch mehr davon. Super. Das Spiel weiß, wie es mir auf die Nerven gehen kann, ehrlich. Das Spiel weiß es. Au. Kommst du näher? Nur mal so gefragt. Meine, und die anderen habe ich so in etwa mitgekriegt, aber du? Ja, jetzt sollte ich nochmal, weil ich da dieses Ding hier wegräumen muss. So. Er regeneriert sich, wir haben... Wow. Wir haben freie Bahn, mehr oder minder. Weg mit dir, Baby. Weg mit dir. Ach, du gehst auch weg von mir, danke. So. Mehr oder minder in Sicherheit. Ein Textlog hier. Ah, super. An denjenigen, der diese Nachricht findet. Es gibt Leute sogar unter meinen Angestellten, nämlich für das, was ich auf dieser Station brachte, als Monster bezeichneten. Sie sagen, der Marker sei manipulativ, dass er meine Entscheidung beeinflusst habe. Sie verstehen nicht, dass ich es für diese Gemeinschaft, für unsere Spezies getan habe. Titan Station war eine tote Hülle, bevor ich mit Forschungsgeldern der Regierung wieder Leben angehaucht habe. Eigenhaucht, Entschuldigung. Dieser Forschung über unvorstellbare Energiequellen, über Fertigungstechniken und Effizienzen, die über den Horizont hinausgingen, sind die einzige Hoffnung der Menschheit. Wir haben uns zu lange auf destruktive Planetenausschlachtung verlassen. Und jetzt können wir nicht mehr für uns selbst sorgen. Wir brauchen die Marker zum Überleben. Wenn wir es nicht schaffen, sie zu verstehen, gibt es keine Hoffnung für die Menschheit. Ja, das war so das, was er sich in den Momenten gedacht hat. Wenn es ja seine Leiche gelegen hätte, wäre das auch ziemlich interessant gewesen, muss ich sagen. Tat es jetzt nicht, ist aber auch okay. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Wir müssen noch ein bisschen gehen, wie ihr seht. Ich hoffe mal, dass wir den nicht mehr dem Hunter begegnen. Hallo? Schieß, danke. Ist immer gut, wenn er nicht schießt, in dem Moment, wo ich es brauche. Ehrlich. Schieß mal. Nö, jetzt nicht, nicht jetzt. Also ehrlich. Okay. Ja, mach auf, danke. Mach auf, danke. Mach auf, danke. Ja, so kommen wir direkt zum Marker. Zum Licht. Au. Nicht
Tja, er sieht ja auch schon gut aus, ha? Okay. In seinen Nervenbahnen. Und immer schön auf dieses Herz da zielen, ja. Egal was passiert. Und wie ihr seht, haben wir hier ganz viele kleine Dämonen. Ja. Und deswegen ist unser Hauptziel immer schön, Nico zu finden und auszuschalten. Ungefähr so. Ihr kennt die Leier ja. Oh Mann. Also ihr seht, wie viele Kinder das sind oder was auch immer das wieder sind. Und das war's, Leute. Der Marker ist vernichtet. Wenn hier wer absorbiert wurde, dann der Marker selber. Damit zerfällt er. Oder zumindest scheint es so. Ja, das war Dead Space 2, Leute. Isaac hat gegen seine Albträume gewonnen. Und der Marker zerfällt. War das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ich hätte auch noch eine. Ich kocht euch doch und hol sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Ehrlich, sind zu spät. Von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufpassen. Aber scheinbar sterben wir ja doch nicht. Das ist ja kackegal, dass wir jetzt einen Höhenbruch haben. Ja. Ja, jetzt darf ich noch eine Runde fliegen. Weil es so schön war. Und damit wäre das Spiel dann erst vorbei. Entweder leben wir jetzt oder wir sterben. So einfach ist das. Und wie ihr seht, sterben wir. Ja, ne, toll. Musste jetzt natürlich so kommen, dass ich jetzt an einem Geröllteil stecken bleibe noch. Um das Ende schön zu versauen. Ach ja, herrlich. Ich muss aber zugeben, ich habe das Geröllding gar nicht gesehen.
Also ich habe wirklich nicht gesehen, was mich da getroffen hat überhaupt. Was ich sehr unterhaltsam fand. Aber naja, okay. Gut, jetzt habe ich es gesehen. Und mehr muss ich nicht mehr machen. Außer X-Hund. Ja, der Marker explodiert endgültig. Und wir sitzen im Flugzeug. Wie beim ersten Mal. Exakt wie beim ersten Mal. Abgesehen von einem kleinen Unterschied. Diesmal haben wir keinen Nekromorph da sitzen. Ja, dass sie sich wundert, wundert mich jetzt nicht. Weil wenn er so rüber guckt, so... ist das wohl verständlich. Ja, Leute. Damit endet auch schon dieses Projekt. Es ging relativ schnell, nicht wahr? Ich würde schon sagen, dass es sehr schnell ging. Es waren 28 Parts nur. Es ist ein ziemlich kurzes Spiel, wenn man weiß, was man macht und nicht rumschleicht und auf normal spielt. Denn dadurch sind die Monster natürlich sehr abgeschwächt. Und dadurch, dass sie abgeschwächt sind, hat man nicht mehr diese extreme Bedrohung. Um es mal so zu sagen. Ich persönlich mag die Dead Space Reihe. Ich hoffe wirklich, dass sie... Oder es ist ja schon angekündigt, aber ich hoffe, dass Dead Space 3 mal neue Ideen reinbringt, weil der Marker bringt es nicht mehr so. Und auch die Tatsache, dass man jetzt nichts gegen diesen Hunter 2 unternommen hat, ist auch ein bisschen irritierend. Normalerweise macht man das platt und dann hat man eben dieses Vieh und da sagt man, weißt du was, scheiß drauf, ich lasse es leben. Passt irgendwie nicht so, wie ich finde. Aber naja. Nach diesem Projekt wird vielleicht mal ein bisschen kleine Pause entstehen, ich weiß es nicht. Und dann werde ich wahrscheinlich mit Kingdom Hearts 2 Final Mix anfangen, soweit es geht. Allerdings ist dieses Projekt sehr zeitintensiv für mich, da ich an einem Part mehr als eine Stunde dran sitze, wegen den Untertiteln. Ja, und das Spiel hat viel geredet, sehr viel, aber ich schweife ab. Das hat hiermit nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, also was mich an dem Spiel nur dran stört, ist dieses Ende. Was zum Teufel nochmal ist am Ende passiert. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Theorien, vielleicht wollt ihr es mir erklären. Ich habe das Ende noch nie verstanden. Also die Nicole, die dann auf einmal nett war, ist doch böse und dann sind wir auf einmal in unseren Sinneszellen und kämpfen gegen unsere inneren Dämonen. Das wäre dann jetzt so meine Erklärung. Aber... es ist seltsam. Also für mich persönlich ist das Ende sehr, sehr seltsam. Nichtsdestotrotz, ich mag das Spiel. Ich finde es genial. Ich würde mich nie an der Platin-Trophäe versuchen, denn diesen Hardcore-Modus da durchspielen, der, glaube ich, jetzt nochmal erwähnt wird, das ist heftig. Also ich glaube, er dürfte gleich erwähnt werden. Nachdem diese Musik hier vorbei ist. Die jetzt schon wieder ins... leicht gruselig übergeht. Also es versucht nicht mehr eine schöne Rockballade zu sein.
Es wird jetzt gerade einfach nur die typische Dead Space Musik. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Schätze ich zumindest mal. Und dass sie jetzt alle erwähnen, das ist unglaublich. Kann ich das wegdrücken? Ich meine, ja, kann ich. Du musst deinen Fortschritt speichern, um im Spiel ein neues Spiel Plus freizuschalten. Ja, ist okay. Da habe ich nichts gegen. Ja, und rechnet mal eine Stunde runter von diesem Spielstand, weil meine Uhr auf der PlayStation nicht geschalten ist. Dann wisst ihr, um wie viel ich das hier gerade aufgenommen habe. Das wird doch nicht erwähnt. Naja. Steht es denn hier? Ich guck mal kurz. Neues Spiel Plus. Ich weiß es gerade nicht, deswegen gucke ich kurz mal für euch rein. Naja, hier steht's. Ach so, ja klar, man dürfte es nicht machen. Naja, okay. Damit verabschiede ich mich von euch, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.